Die Partie in den ersten 20 Minuten interessant mit viel Tempo. Doch das Geschehen spielte sich fast ausnahmslos zwischen den Strafräumen ab. Die Gütersloher dabei die aktivere Mannschaft. Und ihr Topscorer Dirk van der Veen hatte dann auch die erste Möglichkeit. Trainer Hans-Werner Moers mit der gleichen Elf, die letzte Woche so souverän mit 3:0 in Ferl gewann. Kein Grund also für Umstellungen. Bis zur 19. Minute, denn dann hatte sein Libero Andreas Elgut diesen furchtbaren Aussetzer. Mit gestrecktem Bein geht er auf Carsten Marquardt los. Ein böses Foul mit der einzig richtigen Konsequenz. Der Übeltäter bekommt die rote Karte. Gütersloh in Unterzahl und das mit einer Schwächung auf einer ganz wichtigen Position. Doch das schien den Tabellenführer wenig zu jucken. Dirk Gellrich, Doppelpass mit Vlado Papic und schon stand es 1:0 für den FC. Nur 5 Minuten nach dem Platzverweis, überfallartig die Oberhausener Abwehr überrannt. Das Führungstor, ein Beispiel für die technischen Fähigkeiten des FC Gütersloh. Die zweite Liga lässt grüßen, der Treffer einfach ein Leckerbissen. Oberhausen jetzt also gefordert, den Schock gegen einen dezimierten Gegner in Rückstand geraten zu sein, schnell zu verdauen. Freistoß, getreten von Günther Abel. Und in der Mitte Cornelius Buterci. Der Ausgleich nur 2 Minuten nach dem Rückstand. Die Abwehr von Gütersloh ohne Libero Elgut, ohne Orientierung. Und die Rot-Weißen merken jetzt, hier ist mehr zu holen. Der Tabellenführer durch den Platzverweis ein wenig verunsichert und verwundbar. Doch die Angriffsbemühungen des Tabellenzehnten meistens zu harmlos. Das Fehlen des verletzten Mittelstürmers Brent-Golet machte sich deutlich bemerkbar. Aber die Gäste machten jetzt den Fehler, nicht weiter nachzusetzen und das Spiel entscheidend in den Griff zu bekommen. Gütersloh hielt auch in Unterzahl dagegen. Freistoß. Vlado Papic. 4-mal hat er in dieser Saison schon getroffen. Und auch hier fehlte wirklich nicht viel. Kurz vor der Pause, dann noch mal Rot-Weiß-Oberhausen. Der Ball kommt zu Buterci. Der sieht Marco Schröder, doch der trifft den Ball nicht voll. Ronny Täuber im Tor des FC bleibt der Sieger. Und so blieb es zur Pause vor knapp 5000 Zuschauern im Heidewaldstadion in einem guten Regionalligaspiel beim 1:1. Nach dem Wechsel gaben erst einmal die Platzherren wieder den Ton an. Jens Tschiedl hatte den Libero-Posten übernommen und davon, dass Oberhausen einen Mann mehr hatte, merkte man nichts mehr. Heiko Bonan war das und Oliver Adler im Tor der Rot-Weißen hat allergrößte Mühe, diesen Schuss zu entschärfen. Und Rot-Weiß-Oberhausen weiterhin unter Druck. Chaos im Strafraum der Gäste. Ekmesic scheitert an Adler und dann steht Dirk van der Veen da, wo man stehen muss. Das 2:1, die Führung für Gütersloh. Bereits der 9. Saisontreffer für Dirk van der Veen, der damit seine Führung in der Torjägerliste der Liga weiterhin ausbaut. 9 Tore in 9 Spielen, eine Bilanz, die sich sehen lassen kann. Und was machten die Oberhausener? Sie wirkten ein wenig geschockt, doch sie rappelten sich noch einmal auf. Angefeuert von gut 1000 mitgereisten Fans vom Niederrhein. Witwer. Und da geht Lutz Kotthaus noch dazwischen. Beide waren nach der Pause eingewechselt worden. Ja, sie hatten ihre Chancen, die Rot-Weißen. Doch die insgesamt bessere Mannschaft war Gütersloh mit einem überragenden Heiko Bonan. Er war nicht nur Antreiber und Gestalter im Mittelfeld, er war überall zu finden. So ein Mann hätte Fred Bockholt heute gut gebrauchen können. Mit Tillner brachte er dann noch mal einen frischen Mann. Und seine Jungs bemühten sich auch noch Leibeskräften. Doch sie blieben weiterhin zu harmlos. Dieser Kopfball von Jörg Witwer eine Ausnahme. Platz für Konter dagegen für die Ostwestfalen. Dirk Gellrich lässt sich von nichts und niemanden aufhalten. Und dann noch ein satter Schuss. Das wäre mit Sicherheit die Entscheidung gewesen. Viel, viel Glück hier für Oliver Adler im Tor von Oberhausen. Eine schöne Aktion von Dirk Gellrich, der nicht nur wegen seines Tores eine mehr als überzeugende Leistung bot. Die letzte Gelegenheit des Spiels hatte dann noch mal Rot-Weiß-Oberhausen, die bis zum Schluss kämpften und sich in keiner Phase des Spiels aufgaben. Jörg Witwer noch einmal auf Günther Abel, doch dessen Flanke verpasst Marco Schröder. Der FC Gütersloh gewinnt verdient mit 2:1. Eine überzeugende Leistung trotz des Platzverweises. Die Zeichen in Gütersloh stehen auf zweite Liga, auch dank der 9 Treffer von Dirk van der Veen. Fragt sich nur, wie lange man diesen Mann in Gütersloh halten kann.